parallelen Universen, ne, wie wir wissen, sind Universen hier, in denen sich was verändert, wer die letzte Folge nicht gesehen hat. Und ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich bin sehr, also ich habe mich mal mit dem Thema richtig auseinandergesetzt. Und wenn man dann in die Zukunft reisen könnte mit einer Rakete, die Lichtgeschwindigkeit fliegt, wie würde es morgen aussehen? Nämlich laut dieser Paralleluniversen, laut Albert Einsteins Theorie, wenn ich jetzt hier was verändere, wenn ich jetzt einen Block im Boden abbaue und ihn wieder hinsetze und noch einen draufbaue und den wieder abbaue, dann müsste sich morgen was geändert haben. Das ist auch so, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, meine ich, ne? Dann, wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel sagt, hier, ich rette den 11. September, die Anschläge auf das WTC World Trade Center, dann, wenn man die ganzen Menschen rettet, wie würde die Welt heute aussehen? Vielleicht hätte ich keinen YouTube-Kanal, vielleicht säße ich im Rollstuhl mit meinen Eltern und wir kriegen Pflege und sowas, oder vielleicht wäre die Welt überbevölkert, wie China jetzt gerade zur Zeit. Und dann würde hier auch die Ein-Kind-Politik oder sowas eintreten. Oder es kommt wieder ein Diktator an die Macht, der den Dritten Weltkrieg anzettelt. Alles dies, das ist theoretisch möglich, im theoretischen Sinne. Aber im praktischen Sinne, da sind wir noch nicht weit. Da sind wir noch nicht mal bei der Lichtgeschwindigkeit angelangt, im theoretischen Sinne. Ja, also im praktischen Sinne, also theoretisch-praktischen Sinne, weil das für uns noch undenkbar ist. Es ist ja auch so, es gibt ja auch noch so eine Theorie, zwar wie kommt man vom einen Ort zum anderen, ohne sich zu bewegen. Wenn man zum Beispiel, also ich gebe jetzt mal das Beispiel mit einem Blatt. Ja, man ist auf dem einen Ende vom Blatt, man will zum anderen Ende des Blattes, will sich aber nicht oder darf sich nicht bewegen. Wie kommt man dahin? Ja, man faltet das Blatt einfach und dann ist man theoretisch am Anfang und Ende. Und das hat auch was mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun. Dass man so schnell ist wie das Licht, aber das Licht ist, weiß gar nicht, schnell, sehr schnell. Das ist ein Augenblinzeln, das ist eine Millisekunde, es ist, muss das Licht anmachen im dunklen Raum, an der Wand halten, dann muss man zählen, wann das Licht ankommt. Und zwar am besten die Mikrosekunden oder die Millisekunden. Also, schon interessant. Vielleicht kann die Zukunft das ja. Vielleicht. Aber das glaube ich eher nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich eher überhaupt nicht. Es wäre aber eine Vorstellung. Es wäre eine richtige, gute Vorstellung. So. Oh, schaut mal, was wir alles geschafft haben. Hier kommen nochmal die Bäume weg, oder? Ja, können hier nochmal so ein bisschen abholzen. Also es ist schon ein interessantes Thema. Paralleluniversen und Zukunftsreisen und Vergangenheitsreisen. So. Jetzt ehrlich, ich würde, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich, das ist natürlich auch eine Frage, wo würdet ihr in die Vergangenheit reisen? Wo würdet ihr als erstes hinfliegen? Ich glaube, ich weiß, was die meisten Leute tun werden. Und zwar zum Jahre 0 fliegen, in dem Jesus geboren ist. Ja. Und damit wahrscheinlich die Bibel ändern, mit der Bibel natürlich noch was ändern und die ganze Zukunft verändern. Na? Das darf man nicht vergessen. Wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel auf eine Raupe oder so tritt, dann kann das Auswirkungen auf die ganze Zukunft haben. Auf die ganze Zukunft. Ja. Ja. Und dann entsteht natürlich auch wieder ein großes Paralleluniversum, was sich durch viele kleine Paralleluniversen teilen würde, wenn es das gäbe. Nämlich indem man hier zum Jahre 0 fliegt und irgendeine Raupe tritt, ja, die eigentlich lebte, ist eine Veränderung zugestoßen. Und diese Veränderung kann große, wirklich riesige Auswirkungen auf die Zukunft haben. So, damit wir das Thema auch mal
angesprochen haben. Das ist, war echt ein schwieriges Thema. So, es ist natürlich auch, es ist natürlich noch mehr damit verbunden, mit dem ganzen Universumsthema, wegen Zeitreisen oder Außerirdische. Aha. Und die Bild-Zeitung hat letztens einen Bericht rausgebracht, bekommen wir Besucher, nämlich die NASA hat scheinbar einen neuen Planeten gefunden. Ich weiß nicht, ich habe mich mit dem Thema nicht ganz genau auseinandergesetzt, aber irgendwas soll mit der NASA da irgendwie, hat den Planeten gefunden, der, ich glaube, Kilometer von Lichtjahren entfernt ist. Die Bild-Zeitung hat dann so einen Witz gemacht, werden wir bald Besuch bekommen von den Außerirdischen. Ja? Dann ist natürlich die Frage, wie weit sind die Außerirdischen da, wenn es Außerirdische geben würde auf diesem Planeten? Wie weit wäre das denn? Wie weit fortgeschritten wären die denn? Wären die jetzt noch bei Null? Hätten die vielleicht, also höchstwahrscheinlich hätten die ganz anderes Aussehen, ganz andere Farbe, Hautfarbe oder sowas und ein ganz anderes Instinkte und hätten natürlich, wenn sie Technik haben, ganz andere Technik, ja. Die würden nicht mit Schallplatten und Lötkolben rangehen, die würden mit Schleim, mit irgendwelchen Planetenschleim da irgendwas Strom leiten oder sowas. Wenn es das geben würde, also. Es ist natürlich auch eine Frage, ob die hierher kommen können, zu uns, auf die Erde. Oder ob die unsere Radiowellen schon empfangen. Die Radiowellen, wisst ihr ja, seit wir Radio hören, werden Radiowellen ins Weltall ausgestrahlt. Und wenn man schneller als die Radiowellen ist, kann man das Radio von gestern hören. Und die Radiowellen haben jetzt erst das Ende der Milchstraße erreicht. Vielleicht haben diese Außerirdischen ja, wenn es da welche gäbe, vielleicht können die diese Radiowellen empfangen. Oder merken, oder irgendwie, oder verstehen sogar, wobei verstehen glaube ich nicht. Ja. So. Hier ist Wasser. Okay. Und die Schaufel ist Schrott. So, wir haben jetzt hier eine schöne gerade Fläche. Ich möchte tatsächlich ein Haus bauen, Bauernhofshaus und dann Felder, Weizenfelder, nach unten, ein bisschen nach unten, so dass das ein bisschen geknickt nach unten geht. Das mache ich aber erst, wenn das Haus fertig ist. Eigentlich sollten wir das Haus jetzt schon anfangen, ne? So. Erstmal ein Apple. Clown, Apple wollen wir klauen, ruckzuck über den Zaun. Ein jeder, aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. So, ja, das war aber echt ein schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat mir Spaß gebracht, das mal anzusprechen. Das war ein umfangreiches Thema, es geht wahrscheinlich über 2 oder 3 Folgen jetzt. So. Stopfe ich mal alles hier rein. Dieses Fleisch hier, das kann auch gut im Ofen braten. Hoch. So. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Holz können wir gebrauchen. Sehr gut sogar. Nochmal Holz. Ah, ich weiß nicht, ob er das Dach aus Birke machen, das weiß ich. Ich glaube, ich werde das Holzhaus auch aus dem Holz machen. Wobei, ja, eigentlich schon, das würde Sinn ergeben, weil wir davon am meisten haben. Wird einfach Sinn ergeben. So. Klack. Huch, das wollte ich. Hallo? Hä? Lol. Okay, das hat sich geändert. Ich kann hier nicht. Das ist so umständlich. Ich kann das irgendwie nicht so richtig sortieren in meinem Inventar. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Also ich bin dafür, wenn wir das Haus auf dem Hügel da so ein bisschen
weiter hinten bauen die Weizenfelder einfach mal. Wenn man zum Beispiel ein großes Schiff oder so hat, dass man die Weizenfelder so sieht, wie die hier runtergehen, so ein bisschen. So habe ich mir das vorgestellt. Und so werde ich es auch machen. Okay. Geile Musik. 3, 4. Ich habe tatsächlich auch was vor. Ich muss da natürlich ein bisschen rumprobieren, aber es geht. Ist eigentlich schon gehen. Ich mache erstmal die Pfeile. So. Okay. Na, hier haben wir aber keinen. Ah, hier haben wir nicht so viel Platz. Müsste das reichen? Okay, ja, aber dann haben wir natürlich noch diese Fläche hier, die nach hinten geht. Dann können wir die hier vielleicht noch ein bisschen begradigen oder so. Aber dann haben wir auch nicht so viel Platz. Aber dafür müssen wir jetzt auskommen. Damit meine ich. So, ja, die Affen stören mich jetzt nicht weiter. Mann. Ich habe jetzt natürlich keine mitgenommen. Das ist blöd. Egal. So. Wie würde es denn aussehen? Mal schon so machen, dass es geht. Ich hole erstmal eine Dings, ne? Na, ihr wisst ja schon. So geht das ja nicht weiter. Hallo? Ich gehe auch erstmal schlafen, bevor da noch irgendwelche Creeper kommen. Und hier alles in die Luft sprengen. So. Ich kann die Maus eben nicht bewegen. Okay. So. Ah, Mann. Bin ich doof. Jetzt hab ich so. Warum vergesse ich das immer? Warum? Was ist los? What's los? Wir haben jetzt zwar noch genug Schaufeln, aber ich mache natürlich immer gerne Eisenschaufeln. Ich nehme jetzt einfach mal 2 Sticks und 3 von denen. So. Klack, 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 klack. Warum habe ich jetzt eine Spitzhacke gemacht? Also ich weiß nicht, was heute los ist. Hier haben wir auch noch Äxte. Komme ich jetzt mit auf in der Spitzhacke? Mann, 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 Mann. Ja, verbrenn mal schön. Verbrenn mal schön. Verbrenne. Aber wenn wir jetzt immer einen höher machen und sagen so, ich mach das mal rundherum. So. Eigentlich wäre es besser, wenn wir hier die Pfeile nach oben machen. Ich möchte nämlich ein paar Muster in der Wand haben, versteht ihr? Na. Müsste ich es da auch nochmal ändern. Ändere ich es hier auch nochmal. Hier. Oh nein. Egal. Wir haben genug davon. Wir haben viel zu viel davon. Viel zu viel Holz. So. Okay. Jetzt natürlich den nächsten. Ja.
hört sich ein bisschen seltsam an, was das für Musik ist. Mann. Einmal nicht drauf gedrückt, schon haben wir hier ein Problem. Sag mal. Ich muss mich eigentlich nicht irritieren, ne? Jetzt bin ich das so einfach weiter. Aber ich muss da hoch. Ja gut. Mache ich das hier nochmal zu Ende und dann regle ich das da unten. Nein. Ich falle auch immer drauf rein. Und die Spitzhacke ist Schrott. Ihr wisst schon. 44. So. Fertig. Kümmere ich mich mal hier um ein Muster. Natürlich auch nicht schön aus, wenn das... Da muss ich natürlich mal gucken hier. Könnte eigentlich so ein Kreuzmuster machen, oder? Wie wäre das? Muss natürlich stimmen.